Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute einen versunkenen Birnenkuchen machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 500 Gramm Mehl, circa 5 bis 7 Birnen, 125 Milliliter Milch, 250 Gramm Butter, 30 Gramm Kakaopulver, 1 Teelöffel Vanillepaste, 250 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 4 Eier. Als erstes stellen wir jetzt den Teig her. Dazu nehmen wir die Eier und den Zucker, die Vanillepaste und die Prise Salz. Geben das Ganze in eine Schüssel und rühren es schaumig. Wenn das Ganze so richtig schaumig ist, geben wir den Butter dazu. Der sollte weich sein. Wenn das Ganze dann eine relativ homogene Masse ist, geben wir die Milch mit dazu, ehe wir das Mehl, den Kakao und das Backpulver unterrühren. Dann stellen wir den Teig kurz zur Seite. Jetzt schälen wir die Birnen und entkernen sie. Und jetzt wird circa die Hälfte der Birnen in kleine Würfel geschnitten und der andere Teil halbiert oder geviertelt. Die gewürfelten Birnen rührt ihr in den Teig mit ein, ehe ihr den Teig in die Form gebt. Und anschließend nehmt ihr jetzt die geviertelten oder halbierten Birnen und drückt die in den Teig, sodass sie immer noch ein bisschen rausschauen. Im Hintergrund sollte der Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt sein. Und dann lasst ihr das Ganze jetzt circa zwischen 50 und 60 Minuten backen. Und wenn der Kuchen fertig ist, löst ihr ihn aus der Form und dann könnt ihr ihn mit Puderzucker bestreuen oder zum Beispiel mit Vanilleeis servieren. Das war's zu diesem Kuchen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachbacken möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch der Kuchen geschmeckt hat, beziehungsweise was macht ihr so aus Birnen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch social media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen.
Und ansonsten habe ich euch jetzt nur noch das Video von letztens, das Kürbisgulasch, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!